2057. Die Bodenschätze der Erde sind völlig erschöpft. Ein Wettkampf um jeden erzhaltigen Stein im Sonnensystem beginnt. Die Spannungen wachsen. Die verschiedenen Nationen streiten um die zur Neige gehenden Bodenschätze und erhöhen ihre militärischen Fähigkeiten im Weltraum. 2085. Das Deep Space-Forschungsschiff Argo von der Euroföderation wird von den SDRAF-Streitkräften beschlagnahmt. Drei Schiffe werden im darauffolgenden Polizeieinsatz zerstört. Verhandlungen scheitern und Krieg bricht aus. 2086. Der Krieg eskaliert und die militärischen Mittel auf allen Seiten sind sehr schnell erschöpft. 2087. Die letzte Flottenschlacht findet auf Nereus statt, im Orbit von Neptun. Sie dauert einige Tage. Als einziges der Flotte hat das Flaggschiff Damokles beschädigt und schwer verstrahlt die Schlacht überstanden. Der Krieg ist vorbei. Mächtige multinationale Gesellschaften schließen sich zusammen, um die Kontrolle und die Ordnung für die Überreste der Bevölkerung wiederherzustellen. Da die militärischen und finanziellen Mittel fast aufgebraucht sind, ist die Regierung auf der Erde gezwungen, abzurüsten. Der Bau von bewaffneten Capital-Class-Raumschiffen wird verboten. 2089. Die großen Gesellschaften betreiben die Ausbeutung des Weltalls weiter und machen damit erhebliche Gewinne, die ihre Position verstärken. 2089 wird erlaubt, eine multinationale Streitkraft ins Leben zu rufen, um die Kolonien unter Kontrolle zu halten. Die G-Police wird gegründet. Vor, zur G-Police zu gehen. Viele der Kriegsveteranen hatten das getan. Nach dem Zusammenbruch. Aber ich hatte genug vom Töten. Und hier geht's nur ums Töten. Als die G-Police zuerst in den Kolonien ankam, ging sie genauso vor wie die Polizei auf der Erde. Dabei wurden sie regelrecht abgeschlachtet. Und es war klar, dass man da draußen härter durchgreifen musste. Mit dem AG-60 Havoc wurde eine Luftunterstützung für die Bodentruppen eingerichtet. Ich habe diese Babys selbst geflogen, damals auf dem Mars, während des Krieges. Und schon damals hatten sie ihre beste Zeit hinter sich. Dass sie jetzt noch immer im Einsatz sind, liegt an der fehlenden finanziellen Unterstützung von der Erde. Also zweitklassige Maschinen, die von zweitklassigen Crews geflogen werden. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Die G-Police sollte die Regierungsmacht in den Kolonien sicherstellen. Aber ich kannte das wahre Ziel. Und die meisten der cleveren Polizisten blickten auch durch. Die Bevölkerung unter Kontrolle halten und wegsehen, wenn die großen Gesellschaften ihre krummen Geschäfte machten. Die G-Police besteht aus Freiwilligen, meistens Veteranen, die sonst nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Es gibt allerdings auch ein paar Idealisten, die wirklich von der Sache überzeugt sind, aber die meisten laufen nur vor Schwierigkeiten auf der Erde davon. Bei der G-Police werden keine Fragen gestellt. Du musst nur wollen und fähig sein, schon bist du dabei. Elaine Slater war eine von den Idealisten.
Es war ihr vierter Einsatz auf Callisto als Havoc-Pilotin. Und jetzt ist sie tot. Eine von vielen guten Polizisten. Man zählt sie längst nicht mehr. Aber bei Elaine Slater ist das anders. Sie war meine Schwester. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass es Selbstmord war. Ausgelöst durch Stress und Depressionen. Elaine hatte schon viele Auszeichnungen für ihre Arbeit bekommen. Und außerdem hatte sie Andeutungen gemacht, dass sie verliebt war. Das alles deutete nicht auf Depressionen hin. Wenn ich also nicht an den Selbstmord glaubte, ließ das nur den Schluss zu, dass es Mord war. Und irgendjemand versuchte, das zu vertuschen. Ich musste die Wahrheit finden. Mit Hilfe von ein paar Kontakten und fast all meinen Ersparnissen verschaffte ich mir eine neue Identität und bekam einen Vertrag als Havoc-Pilot in der Kolonie. Wegen meiner Militärvergangenheit wurde ich direkt im Brennpunkt eingeteilt. Callisto, in Elaines alte Einheit. Ich wusste, dass ich dort höllisch aufpassen musste. Wenn jemand herausfand, dass ich Elaines Bruder war, war ich so gut wie tot.